Wer bist du denn? Und wo kommst du her? Simon, ich bin Simon, Fischer vom Galiläischen Meer. Und was treibt dich in dieser Nacht zum Palast des Hohenpriesters? Die Kälte. Ich bin zum Passafest gekommen, habe aber noch kein Quartier in Jerusalem. Gut. Meinetwegen kannst du dich hier aufwärmen. Hi. Hi. Jetzt nehmen sie ihn auseinander. Hat er sich gewehrt? Nein. Seine Freunde sind alle gerannt wie die Hasen. Umso besser für uns. Du sagst es. Zum Passafest sind ohnehin alle nervös. Und die Zeloten machen uns auch mehr Ärger als sonst. Was werden sie mit dem Zimmermann anstellen? Den verurteilen sie und schicken ihn zu Pilatus, damit er ihn kreuzigt. Sag mal, was ist das denn für einer? Nur ein Pilger aus Galiläa. Galiläa? Da kommt doch auch dieser Jesus her. Hey, komm mal ran auf den Meter. Ja? Sag mal, warst du nicht dabei? Vorhin im Garten Gethsemane? Wo? Im Garten. Bist du nicht einer von seinen Jüngern? Nein, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Wir haben gerade den galiläischen Propheten verhaftet. Welchen Propheten? Jesus nennt er sich. Jesus von Nazareth. Kenn ich nicht. Was bin ich für ein Feigling? Von wegen Petrus, der Fels. Aber der Rabbi hat es vorhergesehen. Eben noch saßen wir mit ihm am Tisch, haben gelacht und diskutiert, haben gegessen und waren guten Mutes. Er allerdings nicht. Dann hat er von Verrat gesprochen und davon, dass er sterben wird und dass wir uns erinnern sollen, bei Brot und Wein. Hey Mann, was stierst du dort vor dich hin? Ich bin ein Gedankenherr. Wir sind keine Herren. Aber doch, warst du nicht ganz dicht bei ihm, als wir ihn holten? Hast du nicht sogar ein Schwert gezogen? Unsinn! Ich habe doch kein Schwert. Ich bin Fischer. Sein letztes Abendmahl, hat er gesagt. Schon am Anfang war es anders. Als er uns die Füße wusch. Er, der Rabbi, seinen Schülern, als Zeichen. Keiner stieb über den anderen. Und jetzt haben sie ihn verhaftet. Judas, dieser Hund. Und wir haben geschlafen, statt zu wachen. Wenn ich doch nur... Was brabelst du da? Sieh mich an. Komm ins Licht des Feuers. Ich will dich sehen, denn du gehörst zu ihm. Sieh da, sie führen ihn wieder ab. Jetzt bringen sie ihn zu Pilatus. Sieh ihn dir an, deinen Meister. Ich kenne ihn nicht. Ich gehöre nicht zu ihm.